Wer auch die Größen sind, wir kommen zum nächsten Massenmord. Ja! Wir brechen ja eigentlich jede Woche den Podcast-Rekord für den gehaltvollsten Podcast. Ja. Das werden wir heute fortführen. Hallo, liebe Leute. Das ist aber schön, dass ihr hier euch ans Lagerfeuer gesetzt habt, um uns zu lauschen, wie wir wieder Scheiße erzählen. Hi. Oder wie ein wichtiger, kluger Mensch mal gesagt hat, setzt euch ans Lagerfeuer und singt rein. Das Lagerfeuerlied. Ich möchte mich auch schon mal, es ist eigentlich nicht im Vorfeld, sondern jetzt entschuldigen, denn es ist Sonntagabend oder so und nicht Sonntagmorgen. Genau. Ja. Das ist skandalös, ich weiß, aber besser spät als nie und ich habe eine Ausrede, ich bin nämlich auf dem Geburtstag von Ümp und schön, hallo. Ja, also ich wäre auch gerne mitgefahren, aber ich habe keine Zeit leider. Ich habe einen familiären Umstand, den ich zu feiern habe. Deswegen kann ich nicht mitfahren leider. Ich wünsche euch viel Spaß in der Stadt der Glückseligkeiten. Sag nicht, wo es ist. Ich habe auch den Geburtstag nicht gedoxt, weil der ist nicht heute, der ist auch nicht morgen, der ist auch nicht am Sonntag. Vor allem am Morgen ist Sonntag. Das ist ja nur eine Feier. Der Geburtstag ist irgendwann anders, aber es wird halt später gefeiert und so, genau. Deswegen wird niemand gedoxt. Gut. Wir sagen nicht, dass er in Rostock wohnt und Geburtstag hat am 1.1. Wir feiern schon mal vor. Genau. Ihr dürft übrigens dann auch einfach hier durch, ne? Wir haben es da nicht so. Genau. Wir haben hier gerade Angelina Jolie da und Brad Pitt. Den Präsidenten. Und die sind hier immer am Start bei genau. uns. Die chillen halt hier so. Doch. Aber wir sind ja ein Podcast der offenen Tür quasi. Ja. Hier darf jeder rein und rauskommen. Wir sind halt zeitlich etwas eingeschränkt, auch an euch, liebe Leute, denn wahrscheinlich werden es heute nur 50 Minuten. Denn der Flieger fliegt dann pünktlich, hier musste einsteigen, um dann nach Mallorca zu Imp zu fliegen. Ja. Der Geburtstag hat am 5. April. Ist aber ein Tesla-Flieger oder so. Ein E-Flieger? Ja, der fliegt mit Solarplatten. Also ich fliege nur mit Papierfliegern. Also die Solarplatten sind die Flügel, die machen sie, die flattern so, die haben eigentlich keine andere Funktion. Ist eigentlich ein Vogel. Ja. Nee, also innerdeutsche Flügel, da würde ich mir ja die Hand abhacken, bevor ich das würde ich mache. Würde ich nicht machen. Hand abhacken, finde ich blöd. Ja. Es ist Folge 221, glaube ich, ne? Und nächste Woche ist 222 und dann machen wir ein kleines Special. Wir werden nicht verraten, was wir machen werden, aber wir haben eine coole Idee gehabt. Was sagst du jetzt? Also ich bin auch überzeugt, aber ich habe noch ein bisschen Sorge, dass da Dinge schief gehen dabei. Wir machen Experimente vorher und gucken, was passiert. Es wird echt ein hochgradiger Podcast, also ein hochkarätiger Podcast werden. Es wird unglaublich. Also was wir zumindest planen, da geht es auch völlig in die Hose. Wir sind aber nächste Woche ganz normal wie immer, kann auch passieren. Es ist ein Experiment. Es ist ein Experiment, so ist es. Ja. Du hast hier tolle Themen mitgebracht, hast du gesagt. Und musst auch noch deine Catchphrase einbauen. Ach so, ja klar. Also. Wie auf unserem Plan hier sichtbar ist. Ja, natürlich. Wir haben ja die Struktur und die geilen Einspieler, die wir immer benutzen. Die gar nicht so... also ich will jetzt nicht beliebt sein, aber die Leute haben ja gesagt, wir brauchen keine Struktur bei uns, weil die alle geistig krank sind, die Leute. Also ich muss zugeben, ich höre die Podcasts danach nicht mehr, aber... Nee, du warst ja dabei. Aber fügst du noch diese Jingles eigentlich ein? Ich weiß es gar nicht. Nee, wir haben ja die Rubriken nicht. Ach so. Also aktuell zu. Wenn ich jetzt sagen würde, Hitler der Woche und so. Ja, und dann müsste ich gucken, ja. Okay, gut zu wissen. Hitler der Woche ist, wer ist denn das dieses Mal? Der virale Hitler. Ja, das ist schon eher. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, liebe Leute. Wir sind... Racy DC und... Racy DC. DC bist du? Racy DC, ja gut. Racist Dacist bin ich dann. Okay, hat auch einen Grund heute. Hallo, ist der Scheiß an hier. An dieser Stelle müssen wir erstmal eine absolute Brennpunkt-Sensation abfeiern, nämlich einen redaktionellen Einschub. Halt die Fresse, was ist mit diesem Mikrofon los? Ich habe keine Ahnung, was mit Tino außerdem los ist, denn... der macht gleich eine Meldung, bei der ich mir absolut gerade nicht ergründen kann, wie es dazu gekommen ist. Und ich, es geht um AC/DC und ich, da ich mir einen feuchten Furz um diese ganzen Persönlichkeiten schere, ja, außer vielleicht The White Stripes, bin natürlich auch nicht tief genug im Thema drin, um das fact-checken zu können oder zu wollen, sodass wir davon ausgehen, dass die News, die jetzt Tino gleich droppt, nicht etwa schon 6 Jahre alt ist, sondern irgendwie aktuell. Ich weiß nicht, was da los ist, liebe Leute, aber vielleicht könnt ihr das im folgenden Verlauf rekonstruieren.
rekonstruieren und mir dann sagen, welcher Facebook-Lüge Tino hier wieder auferlegen ist. Das ist ja wohl der Höhepunkt hier, ja. Also wir hatten ja schon Achtel, Sechzehntel, 64. Wissen hier im Brennpunkt, aber das ist ja jetzt schon 128. Wissen. Wenn ihr intervenieren wollt und den roten Knopf drücken, um die Raketen aufs Brennpunkt-Headquarter abzuschießen, na dann würde ich sagen, sind euch jetzt Tür und Tor offen dafür. Also Grüße gehen raus, hört jetzt weiter Brennpunkt und gebt uns ein Like, damit wir unsere gekränkten Egos irgendwo an irgendwelchen Fakten noch ein bisschen langhangeln können und ein bisschen weitermachen können. Tschüss! Denn wir haben den Brennpunkt-Nekrolog zu öffnen, denn ich dachte, die sind eh alle schon tot, aber jetzt ist noch ein AC/DC-Member gestorben. Nämlich Malcolm Young ist verstorben gestern, also für euch halt vor 3 Tagen. Der Gitarrist, also einer Gitarristen von AC/DC. Aber sind nicht alles, alle schon tot, außer der Sänger und der Leadgitarrist? Ja, das sind die eigentlich wichtigen. Na, die man kennt zumindest, ne? So hier Brian Johnson und Angus Young, genau. Brian und Fallon. Und Bon Scott und so. Der ist doch schon lange tot. Raus, ne? Die Redaktion macht Feierabend. Ja. Macht's gut. Ciao. Grüßt mir First Lady und die ganzen anderen wichtigen Leute, die hier immer ein- und ausgehen. Aber die wollten doch jetzt eh irgendwie auf Tour nochmal gehen, dachte ich, AC/DC. Auf große Welttournee, dachte ich. Naja, die können viel wollen, wenn der Tag lang ist. Sind die sogar mal getourt mit Axl Rose, dem Sänger von Guns N' Roses. Und dann dachte man sich so, ey, das ist doch nur noch AC/DC, weil es draufsteht. Ja. Aber es ist ja eigentlich keine Aber mehr ich habe, denen. Also ich fand das auch. Also mir war es mehr so neutral, aber viele Leute haben gesagt, der hat das richtig gut gemacht. Obwohl der ja eigentlich so völlig verdruckt und veropfert ist und gar nichts mehr auf die Reihe kriegt. Aber auch nicht mehr singen kann, aber für AC/DC reicht's halt, ne? Diese TNT. Also ich bin AC/DC-Fan, ja, also nicht falsch verstehen, ich liebe die Band, ich bin damit groß geworden und so. Und suche einmal im Jahr eine Coverband aus Weimar, die AC/DC nachspielt, Crazy Crowd, deren Sänger auch gestorben ist vor ein paar Jahren. Die haben jetzt aber auch einen neuen. Ich mag die Band, aber ich dachte mir, komm, mach doch mal jetzt Schluss hier, wenn es eh keiner mehr von denen lebt. Gucken wir jetzt die Welttournee, die wohl kommen sollte, passiert ohne Malcolm Young. Ja, man müsste meinen, dass der genau wie Angus einen Vorteil hat beim lange Überleben, weil das die Youngsten sind, aber demnach nicht. Ist auch nicht mehr die Youngsten jetzt. Mhm. Ja, RIP in Pieces, sag ich mal, und TNT, den Teufel weg. Aber es ist ein Banger, TNT, oder? Schon. Genauso wie Highway to Hell und Back to Black. Ja, Highway to Hell und Back to Black sind für mich tatsächlich mehr so, Back in Black! Ja, also ich weiß, auch, wie das Lied geht. Das ist doch so voll der Hardrock-Rap, oder? Der rappt doch eigentlich mehr dieses... Ja, vielleicht ist es ja genau das, was ich nicht mag. Also Back in Black! Ja. Ich find das voll nice. Also ich finde das. Nee, also AC/DC haben viele geile Songs, aber die zähle ich für mich persönlich nicht dazu. Satellite Sorry. Blues und Shook Me All Night Long. It's a long way to the top, a whole lot of Rosie, I feel safe in New York City. She's got a Jack und so. Das sind alles geile Songs. Und ich muss leider sagen, ich finde die Ära nach Bon Scott besser. Also ich fand Brian Johnson immer schon einen cooleren. Diese Sänger, weil irgendwie hatte dieses Gekreische etwas. Ich habe so ein mega witziges TikTok gesehen. Ich habe mich totgelacht. Das ist ein Satz, Alter, aus deinem Mund. Ja. Ich habe ein mega witziges TikTok gesehen. Nein, ist nicht auf dem Handy, aber mein Freund schickt mir manchmal Beiträge. Wir machen einmal die Woche eine TikTok-Show, wo er mir die halt so zeigt auf seinem Account, den er mir geschickt hat. Mhm. Und da gibt's eins, wo halt so AC/DC in einem Raum sitzen und dann einer so sagt, wir haben jetzt eine Band gegründet, aber wer soll jetzt bei uns singen? Das könnte jeder von uns sein. Und ich dachte so, mega witzig. It could be any one of us. Und ich dachte, das ist mein Humor. Ja, schön. Wer ist sonst noch gestorben? Können wir da vielleicht ein kleines Paket rausschnüren? Ja, noch jemand, der gestorben ist. Und zwar ist es Heinos Ehefrau. Ich habe es gar nicht aufgeschrieben, weil du es angesprochen hast. Nämlich die Hannelore, die Gute, ist gestorben, schon vor einer Weile. Hannelores Tag ist grau. Genau, denn Heino schlägt seine Frau nicht mehr. Denn die ist jetzt nämlich Geschichte. Und es soll ihm ganz, ganz schlecht gehen, weil die beiden waren ja echt so wie hier Pech und Schwefel. Wie Adam und Eva. Nee, die waren halt wirklich sehr, sehr eng miteinander und waren jahrzehntelang verheiratet und so, Jahrhunderte sogar schon fast. Und jetzt macht er aber erstmal eine kleine Pause, der Heino. Mhm. Der eh aufgefallen ist mit ganz komischen Statements, so, dass man Menschen, die gegendert haben, ins Hirn geschissen hat und so. Also mir inklusive. Ach, Mensch. Aber prinzipiell, ich fand seine Sachen ganz cool hier mit dem Metal-Album und so. Das waren schon coole Ideen. Also wir können, glaube ich, festhalten, dass jeder irgendeinen komischen Take hat. Und wenn es Sulfang ist, der sagt, Menschen sind weniger wert als Tiere und so. Okay, Grüße gehen raus an Sulfang. So.
Ich aber kann es nachvollziehen, weißt du, den Gedanken, den Soulfang da hat. Ja, siehst du, aber es gibt halt viele Leute, die das kontrovers finden. Und es finden vielleicht auch viele Leute kontrovers, wenn... Oder viele Leute können nachvollziehen, wenn Heino sagt, Leute wurden ins Gehirn geschissen oder so, weißt du? Das ist halt, ja, ich möchte diese Meinung jetzt nicht teilen, aber... Ja, man kann ja sagen, ich selber gendere für mich nicht, ich finde es nicht so cool, aber zu behaupten, man hätte in den Hirn geschissen, das ist schon nochmal eine andere Aussage. Das stimmt, das ist Next Level, ja, aber der ist halt auch auf 90 und mir ist seine Meinung auch scheißegal, also ich meine nur, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass ich glaube halt, dass dieser gesellschaftliche Diskurs, der verändert sich halt schneller, als da man groß gesellschaftlich adaptieren kann. Und deswegen ist es an jeder Ecke wieder ein Phänomen, oh, der hat wieder was Kontroverses gesagt, weil das für in seiner Welt halt noch normal ist. Weißt du, es war auch früher normal, diesen ruppigen Umgang so. Dieses, du sagst, dass Ost und West wieder vereint werden sollen, die haben sie ins Gehirn geschissen so. Weißt du, das war wahrscheinlich auch ganz normal. Ja, aber es ist halt trotzdem eine schwierige Aussage. Ja, ich sag nur, auch als Leute, ich wollte das jetzt auch gar nicht relativieren, ich sag nur, es ist für mich halt keine Überraschung mehr, dass irgendjemand irgendwas Kontroverses sagt. Überraschung ist natürlich einfach, also, ne, je sensibler alles wird, desto mehr ist das. Ich habe in meiner Familie Leute, die auch so alt sind wie Heino, noch älter teilweise, die sind viel cooler und entspannter drauf als er und sagen ihm nicht, man hat in den Hirn geschissen und sind da mega aufgeschlossen, was Trans-Themen angeht und so und Gendern. Ja, das ist, es geht doch. Das ist schön für dich, aber das ist ja trotzdem nur Erfahrungsevidenz und eine sehr kleine Schnittmenge. Ey, Heino ist ja ein Popstar gewesen, ja, der ist Volksmusikstar gewesen, kam rum, hat mit Intellektuellen umgeben und ich kenne Omas und Opas, ja, und alle haben ihm sein ganzes Leben gesagt, was für ein geiler Typ er ist und dass er alles richtig macht. Hab ich meiner Oma auch mal gesagt. Ja, aber so, aber, Oma, du bist ein geiler Typ. Aber Omas und Opas, die aus einem ostdeutschen Dorf kommen, die das auch raffen, da muss ich schon sagen, man ist schon verantwortlich für seine eigene Meinung. Ja, vielleicht hat Heino ja an seiner Familie keinen, dem ins Hirn geschissen wurde. Und doch ihm selber. Deswegen hat er dann nicht so die Sensibilisierung. Trotzdem, ich will ihn auch gar nicht verteidigen, der ist mir scheißegal, Alter. Dreht ihm die Kniescheiben raus. Nee, mach ich nicht. Aber trotzdem, soll ich am Boden liegen und quälen von mir aus, aber es, trotz all Rest in Peace hier an Hannelore und stimmt, so. Stimmt, das war ja auch nur, weil seine Frau jetzt gestorben ist. Warum reden wir überhaupt über den? Genau, und Heino, hier, hoffe, du kommst gut durch die schwere Zeit, aber denk mal ein bisschen drüber nach, Alter. Lass doch mal über die wirklich wichtigen Dinge reden, Tino. Ja. Snoop Dogg. Ja, ich hab's auch aufgeschrieben. Hört auf mit Smoken. Was ist da los? Ein Ruck geht durch die Welt. Es ist noch nicht ganz klar, ob er jetzt nur Kiffen meint, ob er Rauchen meint oder ob er beides meint. Aber ich fand diese Aussage richtig lustig. Und zwar, dass man seine Privatsphäre erstmal respektieren soll. Ja. Als wäre halt irgendwie seine Mutter gestorben, ja, oder so. Naja, in der Kifferwelt ist das so. Da ist gerade der berühmteste Kiffer aller Zeiten ist quasi gestorben gerade. Nur, dass man ihn halt theoretisch noch anschreiben könnte und sagen könnte, warum? Also er hat geschrieben, nach reiflicher Überlegung und Gespräch mit meiner Familie habe ich beschlossen, das Rauchen aufzugeben. Bitte respektiert meine Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt. Das ist wirklich wie so, das hätte er auch Heino schreiben können. Ja. So, also ja, seine nicht kiffende, tote Ehefrau. Nach reichlicher Überlegung habe ich beschlossen, meine Frau aufzugeben. Also das ist doch echt ein Ruck, oder? Das ist doch wie, als wenn der Papst anfängt, jetzt auf einmal Allahu Akbar zu rufen in der, ja, Kirche oder so. Auf dem Level ist das für mich. Ja. Also es ist total traurig, finde ich, aber viele Leute definieren sich so hart über ihren Scheißkonsum, dass das für die, glaube ich, wirklich eine Erschütterung ist, weil wenn der Oberkiffer aufhört, weil irgendwelche Gründe, die ich nicht genau weiß, dann vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn ich die ganze Zeit mir das Hirn wegquarze. Aber er ist doch, nee, er ist gar nicht so alt, ne? Er ist, glaube ich, so 50 oder so. Nee, also 60 ist er bestimmt. Echt? Google mal nach. Also ich glaube, der ist nicht so alt, doch, man denkt. Nee, eben anders. Black Don't Crack, der ist auf jeden Fall älter, als du denkst. Der ist in den 50ern, wa? Ja, 52, guck, sag ich doch. Er ist älter, als du denkst, da hatte ich recht mit. Naja, also er war irgendwie, ich dachte, er wäre älter auch ursprünglich, aber ich dachte, das ist ja jetzt, genau. Und das ist, finde ich, schon krass, also so auf echt ein krasses Level. Und ich erinnere mich an die Werbung, die es gab über diese Leiter hier, über so Feuerzeuge, wo so eine Frau drauf war, die sagte, für Kerzen, daneben so Snoop Dogg and more. Witzig, das fand ich witzig. Also an dieser Stelle können wir auch mal ein bisschen Wissen verbreiten, das ist selten im Brennpunkt. Der heißt mit bürgerlichem Namen Calvin Cordazar Broadus Jr. Oh, krass. Oder nie gehört, das ist ja ich großartig. Auch nicht. Ich sag's mal, er heißt richtig Snoop Dogg mit richtigen Namen. Ja. Hat die Mutti gesagt, komm, Snoop, Snoop, Snoop. Ist immer noch nicht so gut, wie sein Kind hol mir ein Bier zu nennen. Aber hallo, was machen wir jetzt daraus? Applaudieren? Also Rest in Peace an die Cannabis-Industrie, weil da hat ja echt am Tag um die 100 Kippen wahrscheinlich gefühlt geraucht. So, da war er nur am Kiffen. Vielleicht hat er auch nur noch rumgehustet oder so. Oder er hat
Ich meine, Drogen in dieser Richtung machen ja eher weniger aggressiv, aber vielleicht war der dann sofort verballert, dass seine Familie gesagt hat, du bist nichts zu gebrauchen. Oder hat Krebs oder so. Na, aber dann würdest du ja das eher verschrieben noch bekommen, gegen Schmerzen oder sowas. Das kann auch sein, aber bei Lungenkrebs vielleicht nicht gerade. Ja, gut. Oder Kehlkopfkrebs, Zungenkrebs, Mundkrebs und so. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, wie du sagst, witzig Einsiedlerkrebs. Auch halt so ein Foto dazu, wie er so die Hände zum Gebet zusammenfaltet. Als wäre er gestorben halt, ne? Please respect my privacy. Und dann unterschrieben, I'm giving up smoke. Ich wurde gerade angerufen. Per Telegram. Na toll. Ich kann ja mal fragen, ob es important ist. Also was für mich important ist, ist auf jeden Fall diese ganze Snoop Dogg-Geschichte. Aber was genauso important ist, ist natürlich, und wir kommen nicht drum rum, diese ganze Israel-Debatte, die so groß ist, dass wir uns nicht dran vorbeischlingeln können. So, und unter Feuer ist natürlich in erster Linie jetzt schon wieder Greta, ja, weil die auf vielen Demonstrationen auftaucht, pro Palästina. Und da werden halt auch Sachen skandiert, die kritischer Natur sind, unter anderem ein Satz, der jetzt von in Berlin aus kriminalisiert wird, und zwar From the river to the sea, Palestine will be free. Und jetzt habe ich mich strafbar gemacht, indem ich das gesagt habe. Muss auch sagen, um diese Kontroverse gleich weiter zu stricken, damit bin ich nicht so ganz einverstanden. Das heißt ja, dass Israel quasi nicht existieren darf, ne? Nee, das wird da rausgelesen, und wenn das irgendein Hamas-Führer sagt, dann kann man das auch sehr gerne raussehen, aber also ich glaube schon, dass man das so meinen könnte, wenn ich jetzt mal guten Intent unterstelle, dass halt eine zum Beispiel ein- oder zwei-Staaten-Lösung möglich ist, weißt du, mit auch from the river to the sea, das ist eine Ein-Staaten-Lösung quasi, wo dann beide friedlich nebenher koexistieren, könnte ja trotzdem sein, from the river to the sea, weißt du, wenn ich jetzt das nicht mit Absicht missverstehen wollen würde. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, das so pauschal, also wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, Heil Hitler oder sowas sagst, das ist eindeutig, ja? Meinst du? Ich glaube schon. Und das finde ich jetzt nicht so ganz. Aber nee, ich meine, heile uns von Hitler heißt es. Wenn ich sage Heil Hitler, heile uns von Hitler, weißt du? Ach so. Oh, Heil Hitler. Naja, aber du verstehst ja, was ich meine. Ne? Das ist irgendwie für mich ein bisschen was anderes, auch wenn das natürlich, wie gesagt, von Hamas-Leuten benutzt wird. Aber das ist, soweit ich weiß, nicht immer schon ein Spruch geworden, ein Spruch gewesen, der von Anfang an irgendwie Israels Recht aberkennen wollte, ein Staat zu sein, sondern halt eben aber, das, was es sagt, dass es frei sein aber soll. Aber es ist ja nicht also, wieder diese AfD-Masche von wegen, wir sagen irgendwas und hoffen halt, dass es falsch verstanden wird. Es ist, wenn dann dieses 4chan-Ding, dass irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel das OK-Zeichen, gekapert ja, wird. Ja, White Power, ne? Ja. Ja, was dann plötzlich White Power ist, was es nie bedeutet hat, so. Das, also, ja, ich glaube, es ist eher so ein Mittelding, aber... Aber ich finde es halt schon ein bisschen naiv, irgendwie zu sagen, dass das Greta Thunberg alles nur gut meint und so, die wäre nicht antisemitisch. Das war jetzt gar nicht schon so viel passiert und sie hat jetzt schon so viel gesagt, wo man sagen muss, ah, das war so an der Grenze. Die weiß, was sie tut. Die ist halt so eine Medienfigur, die ist so erfahren inzwischen. Und sie geht ja nicht nur auf Demos über Palästina, sondern sie geht auch auf die Fridays for Future Demos und sagt halt sowas, ne? So geschehen erst vor kurzem in... ich weiß gar nicht, wo das war. Kundgebung in Amsterdam, genau. Und zwar hat er auch auf der Bühne irgendwas wieder gesagt zum Thema Palästina. Da ist ein ortsansässiger Demonstrant, nämlich Erjan Dam, auf die Bühne gestürmt, hat das Mikrofon weggenommen und gesagt, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich bin nicht hier gekommen, um mich zu instrumentalisieren zu lassen oder mich zu politisieren zu lassen und so. Also die Bewegung spaltet sich gerade sehr auf, man merkt auch bei den Demos, ich habe mir das mal angeguckt, wenn sie redet, der Applaus ist ein bisschen verhaltener. Und wenn sie halt Sachen zu Palästina sagt, dann gibt es auch zwischendurch auch Buhrufe und so. Also sie verliert echt gerade so ein bisschen ihren Status. Was nicht jetzt heißen soll, haben wir auch schon mal gesagt, dass jetzt die Bewegung irgendwie, die Fridays for Future Bewegung, schlechter deswegen ist. Aber ich finde, sie macht es echt nicht klug, dass sie das irgendwie jetzt so einfach in den Schmutz ziehen, muss es halt so sagen. Ja, in den Schmutz ziehen finde ich jetzt von dir echt wieder ein bisschen hart formuliert, weil, also... Das passiert doch gerade, das ist doch irgendwie eine Klimabewegung. Und ja, klar, aber also das leidet darunter, gehe ich auf jeden Fall mit, aber in den Schmutz ziehen, ich finde es trotzdem, die möchte nicht, dass Israel vernichtet wird, da bin ich mir ziemlich sicher, so.
Ja? Sicher bin ich mir da nicht. Okay, also, gut. Ich würde es ja auch nicht vorwerfen, aber ich meine, es gab jetzt so viele Anspielungen, wie diese komischen Krake da, die sie da in dem Bild hat, was ja auch als antisemitisches Symbol gilt und so. Und dass sie halt überhaupt nichts, also ich habe nichts mitbekommen, dass sie irgendwas über Israel sagt, immer nur pro Palästina. Und gerade nach den Terroranschlägen jetzt, es ist schon alles sehr sass. Ja, aber oh, die Sache wird halt immer komplizierter mit jeder fortschreitenden. Es ist Symbolpolitik und sie kann ja, wenn, sie kennt doch die Kritik an ihrer Person, sie kann doch einfach mal sagen, okay, stopp Leute, es kam doof rüber, hier ist auch eine Israel-Fahne, ich bin genauso dafür, dass Israel frei ist und so, ja. Aber ich habe halt meinen Fokus auf Palästina gelegt, dann würde ich ja jetzt sagen, okay, verstehe ich irgendwie, aber sie hält ja oft mal völlig den Mund, was Israel angeht. Das finde ich halt nicht in Ordnung. Das kann ich halt jetzt nicht verifizieren oder verleugnen. Kann sein, dass sie das nicht macht, also, und das ist dann ungünstig. Ja, man sieht es zumindest nirgendwo. Also mir fällt es nicht auf. Ja. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass das halt von einem Klimading komplett ablenkt. Auf der einen Seite verstehe ich das, wenn man irgendwie einmal diese Bühne hat, dass man das für was nutzen will, für das man irgendwie eine gewisse Leidenschaft hat. Und auch wenn ich jetzt mitkriege, ja, das sind Hamas-Zahlen, die man da hört, wie viele Zivilisten gestorben sind, denke ich mir auch, ja, aber ist das dumm oder was? Man sieht ja in Bildern, wie Leute tot sind und Städte zersprengt und so. Ja. Ob das jetzt 1000 Kinder sind, die da gestorben sind oder 10.000, macht dann für mich auch keinen Unterschied. Nee. Das kann man beides uncool finden. Mhm. Und deswegen finde ich das schon, dass das okay ist, wenn man das irgendwie auf einer Bühne verteufelt, dass das passiert. Und es ist ja auch einfach, also das sind ja Fakten, dass irgendwie, also gut, ich sage das in Fakten, dann habe ich nicht das perfekte Beispiel, aber dass da zum Beispiel eine Schule ist, wo sich irgendwie ein Hamas-Lieder verbunkert, aber halt auch 100 Unschuldige sind und dann wird das halt weggebombt, weil wir müssen ja die Hamas ausrotten. Das ist halt einfach ein bisschen schwierig. Ja, du würdest auch jetzt, wenn jetzt hier in diesem Wohnhaus, wo irgendwie 50 Leute wohnen, wenn da sich ein Massenmörder drin verstecken würde, würdest du auch nicht eine Bombe draufhauen und sagen, naja, wir müssen ja dem das Handwerk legen. So. Ich kenne halt die Zahlen nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, ob das echt so ist. Also ich weiß halt nur, dass die Hamas offensichtlich sich auch in Krankenhäusern verbarrikadieren und da auch ihre Waffen bunkern und so und auch irgendwelche Fallen legen und Israel offenbar auch da bombardieren soll. Aber man weiß es nicht, weil zuerst stirbt ja die Wahrheit im Krieg und so, man kann das nicht mehr so verifizieren, aber es ist ganz, ganz schwierig. Auf der anderen Seite hat ja Israel auch gesagt zu den Palästina-Menschen, verschwindet, geht aus den Ortschaften raus, wir machen da jetzt irgendwie Bombardements und so und flüchtet raus, während die Hamas gesagt haben, nee, bleibt halt dort so und um ihnen diese Gefahr auszusetzen. Kneifzang-Thema, aber das ist es auch, soweit ich weiß, auch so gewesen, dass es hieß, geht da in den sicheren Süden und dann wurde aber im Süden auch weiter lustig Bomben gedroppt. Das weiß ich nicht genau. Und das ist halt alles nicht so einfach und deswegen gibt es ja auch weltweit die Rufe nach Ceasefire, nach Waffenruhe, die von wenigen Politikern unterstützt wird, also in Amerika zum Beispiel auch fast keiner, selbst die linke Fraktion hält sich da sehr bedeckt, auch zum Beispiel ein Bernie Sanders. Und das ist ein bisschen schwierig. Also, das stimmt. Da habe ich auch mitgekriegt, dass es halt diese kurzzeitigen, irgendwie 3-4 Stunden Waffenruhe gibt, irgendwie pro Tag. Aber das ist ja wirklich einfach nur zynisch, wenn es dann heißt, ja, okay, jetzt dürft ihr euch mal ganz kurz wieder zusammenraffen, gucken, ob eure Arme noch alle dran sind. Und Sport in 2 Stunden fliegt dann die nächste Bombe. So. Theoretisch müsste man halt komplette Waffenruhe machen und dann sagen, ich weiß nicht, es ist halt schwierig. Das ist ja auch deren Heimat und so. Aber wenn man sagt, ey, alle, die nicht Hamas sind, verschwinden jetzt irgendwie mal in der nächsten Woche und alle, die dann noch da sind, da kommen wir nicht mit Bomben, sondern kommen wir so rein und machen ja eine Special Osama Bin Laden Operation und holen euch da alle, was weiß ich. Aber klassisch ich will schwierig. Auch nicht Israel das absprechen, dass die sich da verteidigen, wenn die da hier so ein riesen Massaker erleben mussten. Und die wollen ja auch die Hamas ausrotten, so was ich ja nachvollziehen kann, prinzipiell. Ne? Aber es ist sehr, sehr kompliziert und du hast gerade ein wichtiges Stichwort gesagt, nämlich Bin Laden ist zurück. Ja, aber ich war noch nicht ganz fertig, bevor wir. Erstens, selbst Wikipedia sagt 3 verschiedene Interpretationen. Ja. Und zwar Forderung nach Freiheit für Palästina von der israelischen Besatzung. Dann der Ausruf für einen vereinigten Staat für Juden und das palästinische Volk bis hin zu einem Aufruf zur Vernichtung des israelischen Staates. Also es gibt alles. Ja? Dann sollen die Menschen das aber auch ein bisschen konkretisieren, finde ich. Ja, wie gesagt, also gehe ich mit, wenn Greta sagt, hier, ja, wir wollen nicht, dass Israel vernichtet wird. Das wäre auf jeden Fall ein feiner Zug, sag ich mal. Aber es ging ja jetzt in dem Beispiel nicht um Greta und die hat auch mit einer Gesetzgebung von Berlin nicht so viel zu tun. Weil das ist ja unabhängig, dass Berlin sagt, wir verbieten das jetzt oder wir machen das strafbar, das zu sagen. Wahrscheinlich für die dann leichter irgendwie auf Demonstrationen einzugreifen, wenn sie das Gefühl haben, hier ist
nicht pro Palästina, sondern anti-Israel zu sehr. Hm. Weiß ich nicht. Das ist der Punkt. Es ist alles ein bisschen schwierig. Aber also, pass mal auf. Was können wir fest sagen? Ich habe auch mal aufgeschrieben. Antisemitus, ich habe schon gesagt. Der Antisemitus. Der Antisemitus ist schlecht und sollte keinen Platz in der Welt haben. Ja. Hamas ist eine Terrorgruppe, kann man sich darauf einigen. Jeder unschuldig getötete Palästinenser ist einer zu viel. True. Ja, schön. Gegen Israels Gaza-Politik zu sein, heißt nicht gegen alle Juden zu sein. Ja. Okay, schön. Also sehe ich als Nicht-Jude, also ich bin ja auch jetzt kein Betroffener, ne? Aber das, ich kann das erstmal nachvollziehen. Mhm. Und die Klimakrise existiert auch, wenn Greta Thunberg nicht ist. Ja. Ja. Sind wir uns doch alle einig. Also so kompliziert ist es vielleicht gar nicht. Jetzt, wir zwei einigen hier. Was ist jetzt deine Bildreihenfolge hier letzte Woche? Hier? Punkt 1, wir sagen bitte und danke. Punkt 2, Israel. Ja. Genau das. Gut. So, ich muss noch ganz kurz gucken, ob ich da nichts übersehen habe. Bevor wir Bin Laden sein Comeback hier groß zelebrieren. Ja, nicht, dass ich jetzt hier, aber ich glaube, ich habe alles. Israel ist jetzt gelöst. Jo, okay. Ach nein, warte, das ist nämlich noch eine Sache, die ich sagen wollte, die da auch zu diesem verbotenen Spruch jetzt passt. Und zwar folgendermaßen, anderes Beispiel, es gibt diverse Campinos. Was ist die Mehrzahl von Campus? Genau, Campinos, ja. In Amerika, wo das jetzt komplett verboten ist, irgendwelche Pro-Palästina-Versammlungen oder Ausrufe oder Reden in der Öffentlichkeit zu halten. Ja. Und jetzt mache ich fast nochmal ein kleines Fässchen auf, weil ich finde, dass exakt sowas ja nochmal mehr Öl ins Feuer gießt, für Leute, die sagen, ja, guck doch mal hier, da sind die Juden im Hintergrund, die Fäden in der Hand haben. Mhm. Amerika ist ja schon sehr offen, was freie Meinungsäußerung angeht. Mhm. Und wenn da sowas verboten wird, finde ich das schon ein krasser Einschnitt. Und da gibt es garantiert jetzt diverse Spinner, die sagen, ja, guck doch mal, ja, jetzt dürfen wir nicht mal hier pro Palästina und so, da ist doch schon wieder hier, ne, im Hintergrund. Das hat einen faden Beigeschmack, das halt, ne, ja. Bitter. Ja. So, und deswegen bin ich jetzt auch nicht pro unbedingt sofort diesen Spruch verbieten. So. Ja, es ist nicht die einzige Lösung. Das ist irgendwie vielleicht ein Werkzeug, aber es kann ja nicht ausreichen, das zu verbieten. Dann sagt man, es gibt es einfach nicht. Wir können ja auch einfach stattdessen sagen, dass jede Demonstration, die hat ja irgendwie einen Organisator in der Regel oder irgendwas, einen Zug, der vorfährt oder ein Auto oder so, dass auf jedem von diesen Dings trotzdem ein Schild stehen soll, auf dem steht, Israel hat das Recht, ein Staat zu sein. Ja. Oder so, ja. Und dann alle, die da mitlaufen, untermauern das sozusagen, weil sie da halt mitlaufen, oder? Ich würde es auch machen, liebe Leute, hier, wenn ihr Palästina-Demonstrationen organisiert, sucht doch jemanden, der so ein Schild hochhalten kann. Ich mach das. Ich komme auf eure Demo und halte ein Pro-Israel-Schild hoch, um für euch da zu sein und damit ihr eine coole Aussage habt. Okay. Wenn ihr euch keinen findet, der so ein schweres Schild tragen kann. Ja. Mache ich gerne. Aber jetzt lass doch mal lieber über Osama Bin Laden reden. Das ist doch ein großer Spaß. Der hat ein TikTok-Comeback gefeiert. Ja. Und das aus dem Grabe heraus. Der ist ja vor, weiß ich nicht, vor 15 Jahren oder so gefühlt. Jeder tote Influencer ist gerade neidisch auf ihn. Quasi, genau. Ist er ja erschossen worden von der US-Armee durch eine Special Operation tatsächlich. Unter Obamas Regierungsführung. Und jetzt, und er hat 2002, also nach den Terroranschlägen, einen Brief an Amerika verfasst, angeblich. Man kann es nicht ganz verifizieren, ob es auch von ihm ist. Aber es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er halt diesen Brief an Amerika geschrieben hat, wo es halt sehr viel um Israel geht, so dass sie kein Recht hätten zu existieren. Und es ist halt sehr antisemitisch, sehr verschwörungstheoretisch. Und der Brief wurde jetzt gerade wieder entdeckt und er geht gerade durch TikTok viral. Und selbst Amerikanerinnen und Amerikaner greifen den Brief auf und sagen, ey, das habe ich so noch nie betrachtet. Und glauben jetzt, dass sie das Falsche geglaubt haben in den letzten 20 Jahren und dass irgendwie das auch nur eine Abwehrreaktion gewesen sein soll von Al-Qaida und die USA ja da böse sind. Klar, USA sind ja auch zum Teil böse, die machen auch scheiß Sachen, aber die verklären gerade völlig die Vergangenheit und ja, das Wichtige ist, dass sie sich nur einzelne Portionen aus diesem Brief rausnehmen. Natürlich, das ist ja immer so. Der Rest ist natürlich weiter religiöser Wahnsinn einfach. Und das wurde jetzt auch verboten auf TikTok. Genau, hunderttausende Leute haben halt dann kommentiert und gepostet bei TikTok und so weiter, aber auch bei Twitter, X und YouTube und so weiter. Nenn's bitte weiterhin Twitter. Okay, Deadnaming. Haben halt kommentiert, dass der Brief ihnen die Augen geöffnet hätte und so und sie jetzt eine völlig neue Ansicht haben. Und danken sie jetzt für Bin Ladens Einsatz für Palästina und so. Das ist schon eine krasse Welt. Ja. Aber ich finde es schön, dass Osama Bin Laden einfach TikTok-Influencer wird. Das ist doch, das hatte ich nicht auf meinem 2023-Bingo. Ich auch nicht wirklich.
Und es gibt vor allem eine TikTok-Userin, die das so ein bisschen vorangestoßen hat. Zumindest schreibt hier jemand, und zwar Konstantin Nowotny auf Blue Sky. Hier erzählt eine TikTok-Userin, dass A Letter to America von Bin Laden ihre Weltsicht verändert habe. Das Video hat in knapp 17 Stunden über 1 Million Aufrufe und 140.000 Likes und ist eines von vielen. Und der Guardian, der diesen Brief veröffentlicht hatte, hat den Brief nun gelöscht. Also heftig. Ja. Tolli. Der virale Hitler der Woche, würde ich sagen, ist Bin Ladens Brief to America. Es ist ungefähr so, als würde jemand Meinen Kampf lesen und sagen, guck mal, hier steht der Satz, Deutschland ist schön, das finde ich auch. Ja. Hitler hat ja echt kluge Sachen gesagt. Hat mir die Augen geöffnet, ja. Wusste ich gar nicht. So ungefähr ist das. Jetzt sehe ich es genauso. Wundervoll. Ja, ich habe hier auch so einen Brief vorlegen. Ach fuck, das ist auch nochmal dieses Thema, das habe ich vergessen. Also eine 13-Jährige hat in Kalifornien, wurde ein Terrorist genannt, weil sie Free Palestine gesagt hat. Hm. Also es war ein Junge, egal. Und er wurde für 3 Tage suspended. Es war ein Kind und kein Mädchen. Der Schule verwiesen. Und die Schule hat gesagt, dass Free Palestine bedeutet, dass man Tod zu allen Juden wünscht. Death to all Jews habe ich gerade sehr, sehr wörtlich übersetzt, Alter. Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich bin halt so eine weiße Kartoffel und so, ne? Und ich habe mit Judentum jetzt nicht viel zu tun. Ich habe halt so 2-3 engere Freunde, so, die jüdisch sind. Da bekomme ich so ein paar Sachen mit, aber ich... Das ist Bullshit. Also ich möchte das nochmal klar sagen. Weiß, also wenn du sagst Free Palestine, heißt das nicht, dass du willst, dass alle Juden tot sind. Nee, aber ich verstehe also ich verstehe es von mir aus auch nicht, warum dieser Satz automatisch halt heißen soll... Das ist nicht der Satz, er hat nur Free Palestine gesagt. Ja, genau. So. Das verstehe ich halt nicht, warum das halt schon so eine krasse Wirkung hat, ne? Ja. Das ist aber auch schade, weil ja prinzipiell die Palästinenserinnen und Palästinenser ja auch ein Recht auf irgendwie Leben haben und so und ja auch Scheiße erleben. Das darf man ja auch nicht völlig vergessen bei der ganzen Geschichte. Ja. Es ist ein Kneifzangenthema und deswegen drehen alle so ein bisschen durch. Und es ist völlig okay, dass man das sensibel anfasst, weil die Juden sehr gelitten haben. Auch Dank möchte ich gar nicht sagen, aber Deutschland. Dank Hitler. Also das ist völlig legitim. Aber wenn man dann jede Logik über Bord wirft dafür, wird es halt schon wieder schwierig. Und wir sagen Free Palestine, also was ist das? Das ist doch Quatsch. Das würde ich nicht mal Solfang unterstellen, wenn er sagt, Freiheit für alle Tiere, dass er sagt... Aber du hast Menschen, sollen alle sterben, ja? Ja. Hatten wir schon mal vor 1-2 Jahren irgendwie so einen Podcast gemacht oder hatten wir das Thema Palästina und Israel nicht schon mal drin? Ach, die haben doch immer schon, haben die doch Zwist, Zank und Raufhände. Ja, aber wir hatten das auch schon mal thematisiert, dann wurden wir auch schon in Kommentaren als antisemitisch bezeichnet. Zu Recht. Irgendwie und da war das ich... Das fliegt mir jetzt um die Ohren. Und da war ich ja noch gar nicht in dem Thema drin. Jetzt bin ich ein bisschen mehr drin, aber ich habe noch nicht alles verstanden. Natürlich, das kann man nicht alles verstehen. Aber ich erinnere mich gerade, dass wir das schon mal irgendwie hatten, das Thema. Das geht ja auch nicht, also keine Ahnung, ich gehe jetzt von mir aus. Wenn man irgendwie sagt, die Politik von Israel, dann sind das doch auch wenige Leute, die diese Entscheidungen da treffen. Mhm. Das ist doch nicht das ganze Volk von Israel, was sagt, wir gehen jetzt irgendwie nach Gaza Kinder sprengen oder so. Nee. Das ist dann halt eine politische, militärische Sache. Ja. Und alleine irgendwie zu sagen, ich finde das blöd, blöd, aha, okay, deswegen hast du alle Juden auf der Welt. Das ist doch Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Man muss differenzieren können, das ist richtig. Naja. Wer auch differenziert, ist Pink. Gerade wieder auf Tour und DeSantis hat ja durch sein Don't Say Gay Gesetz einige Bücher verbieten lassen und als Pink jetzt in Südflorida ein Konzert machte, hat sie auf der Bühne versprochen, dass sie 2000 Kopien von 4 gebrannten Büchern halt verschenkt, einfach um auf die Sache aufmerksam zu machen. Ich zitiere, it's especially hateful to see authorities take aim to books about race and racism and against LGBTQ authors and those of color, Pink said. Und jetzt will sie halt diese Bücher verschenken einfach. Das finde ich, ist eine coole Geste und ein Schlag ins Gesicht an DeSantis. DeSantis, der hochhackige Schuhe, Stiefel trägt, damit er größer wirkt. Ich möchte zu dieser Geschichte noch etwas ergänzen. Leider verwechsel ich die beiden jedes Mal und ich werde es mir auch nie merken. Pink und DeSantis, also, ja, ich aber auch. Nee, Marjorie Taylor Greene
und Lauren Bobert, eine von beiden, ich glaube es war MTG, die hat selber ein Buch veröffentlicht und diverse Verlage, nee nicht Verlage, sondern nicht Geschäfte einzelne, sondern halt so wie sagt man, Filialen, nee, halt sowas wie, wie heißt das hier, Thalia? Buchgeschäft. Ja, aber halt, ne, das Ganze, die haben ja mehrere Filialen. Ach so. Also die Company, so, die drüber Franchise ist. Quasi. Franchise, was weiß ich, also Firmen, ja, ganz allgemein, haben sich entschieden, diese Bücher nicht anzubieten, ja. Mhm. Und die Person, die noch sagt, oh ja, der DeSantis, der da so Bücher verbietet, supi dupi, beschwert sich jetzt, oh, das ist aber nicht in Ordnung, wenn ihr mein Buch nicht verkauft, das ist ja Zensur, das ist ja ganz schlecht. Ja. Klar, also es einfachste ist eigentlich, solchen Rechten und Konservativen ihre eigene Logik um die Ohren zu hauen. Ja. Ja, also gerade auch, was so die Bibel angeht, wenn die immer sagen, irgendwie Schule dürfen nicht heiraten, weil die Bibel dagegen ist. Man muss denen aber entgegenhalten, wenn du an dieses Buch glaubst, musst du genauso gut Leute, Frauen steinigen, die Klamotten tragen aus zwei verschiedenen Stoffen oder so. Finde ich fair. Oder dass du deine Tochter als Sklavin verkaufst. Hauptsache Frauen steinigen. Oder deine Tochter als Sklavin verkaufen darfst. So. Da bist du ja auch dagegen. Warum pickst du dir nur Einzelheiten aus der Bibel raus? Wenn, dann muss es konsequent sein. Hm. Konsequent war auch der Shooter von Uwalde. Oh Gott, oh Gott. Was eine Überleitung aus der Hölle. Das ist einer der skandalösesten Massenshootings der letzten Jahrzehnte. Zusammen mit wahrscheinlich dem Las Vegas-Shooting, was so, auch sehr hart war. Von Balkon aus damals, wo der so, genau, auf den Strand geschossen hat. Ja. Wo wir gerade in Amerika sind, will ich das noch sagen. Das sind nämlich für diese Woche vom FBI, glaube ich. Nee, die Washington Post hat es halt veröffentlicht, aber ich weiß nicht, wo die Fotos ursprünglich herkommen, wahrscheinlich aus verschiedenen Quellen. Sind so ganz viele Shootings veröffentlicht worden in Bildern. Und da sind echt harte Sachen dabei, unter anderem das Härteste, was halt jetzt rauskam oder zumindest so in der breiten Öffentlichkeit vorher nicht bekannt war, war, dass der Typ von Uwalde, was halt so kontrovers war, weil die Polizei da eine Stunde lang sich nicht reingetraut hat. Stimmt, das war die Grundschule, quasi, oder Vorschule, ja. Der konnte da schalten und walten und er hat halt, und also ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier für euch irgendwie lustig verpacken soll, hört vielleicht eine Minute weg oder so, aber der hat mit dem tatsächlichen Blut von den erschossenen Kindern LOL an die Tafel geschrieben. Shit, Alter. Und das ist halt auf einem dieser Fotos zu sehen und es ist einfach nur, also da ist ja so eine, da muss ja so eine Entmenschlichung vorher passiert sein, dass du da irgendwie... Ja, man denkt ja vor allem... Es ist halt, ganz kurz noch, es ist auch irgendwie, es ist komisch, wenn diese Generation... Memes auf solche Gräueltaten trifft und sich das so vermischt, weißt du? Das war ja auch schon bei Halle, glaube ich, der Typ, der irgendwie auf seinem Gewehr so ganz viele Meme-Phrasen auch draufgeschrieben hatte und so. Das ist irgendwie ein ganz bizarres Gefühl. Und das bei Twitch streamt oder Facebook oder so, ne? Genau, ja. Ne, man denkt ja oftmals bei so Amokläufen irgendwie... Ich glaube, das war der Typ in Neuseeland, das war nicht Halle. Ja, aber Halle hat doch auch irgendwie, hat das auch live gestreamt, ne? Ja. Aber was ich sagen wollte ist, man denkt ja bei Amokläufen oftmals, ist einfach so ein Mensch, meistens sind es ja Männer, ne? So ein Typ kommt halt irgendwie in eine Schule oder so rein und schießt halt so um sich und es ist dann irgendwie schnell vorbei, dumm tot. Aber es ist ja viel krasser, sondern die ergötzen sich ja teilweise auch an den Opfern, ne? Ich fand das ja so krass bei den Hamas, die ja wirklich die Kinder teilweise zerstückelt haben, so lebendig, ne? Erst Arm abgehakt haben, Beine abgehakt haben, so bis sie halt verblutet sind. Die wollen ja nicht nur töten, die haben einfach Bock drauf, die zu foltern und sie zu schänden. Das ist halt das Krasse, was man oftmals vergisst. Und wenn es dann irgendwie heißt, es gab 20 Tote, denkt man, ach, 20 Leute mussten leiden. Das leiden ja auch die Menschen, die überlebt haben, die dabei waren, die da zugucken mussten, wie ihre Geschwister da sterben und so. Das ist halt alles nicht lustig. Wenn dann so ein Typ irgendwie mit Kinderblut LOL an die Tafel schreibt, das ist schon sehr, sehr krank. Das vergisst man immer, dass es halt noch viel, viel tiefer geht, ne? Aber Hauptsache, jeder freie Amerikaner kann sich eine Waffe holen, wie er lustig ist. Ja, besser als Drag Queens in Schule zu lassen. Gerade in Amerika gibt es, glaube ich, keine Leute, die irgendwie psychisch ein bisschen instabil sind. Nee, gibt's nicht. Die sind nämlich alle die Größten. Wer auch die Größten sind, wir kommen zum nächsten Massenmord. Ja! Aber diesmal geht es um Tauben. Ah, ja. Denn die Stadt Limburg, ohne Scheiß,
der Stadtrat hat dort entschieden, dass man Tauben durch Genickbruch töten soll. Ja, hatte ich im Stream. Die haben wohl eine Überpopulation. Haben sie nicht. Ich habe nämlich mit Hildchen gefragt, wir in Weimar haben ungefähr 5000 Tauben, sagt sie. Sie ist in der Taubenhilfe. Und die haben dort 1000 bis 1500, haben die Hälfte an Einwohnern. Das heißt, wenn man das mal runterbricht, müsste die 2500 haben, um die Dichte der Tauben von Weimar zu haben. Jetzt kannst du ja mal sagen, ob du empfindest, dass Weimar viele Tauben hat. Nö. So. Nicht wirklich. Nee, aber ich dachte, es wurde so begründet zumindest, dass sie das eindämmen wollen und so weiter durch diese Überpopulation. Ich mache es in Anführungsstrichen für euch mal hier. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja auch einfach die Eier irgendwie austauschen und dafür sorgen, dass sie halt nicht brüten und so. Da gibt es ja tausende Möglichkeiten. Dass sie sich aber auf Genickbruch da geeinigt haben, finde ich einfach nur untaubisch, unmenschlich. Ja, sie bauen ja auch trotzdem quasi so taubenschlagähnliche Dinge, so Fallen nennen sie es, wo die Tauben sich drin versammeln, reinfliegen können, aber nicht mehr rauskommen. Mhm. Und da geht dann quasi der John Wick rein und macht. So scheiße. Ja. Das ist echt dumm. Aus Limburg, ihr habt doch schon Scheiße gebaut mit eurem komischen hier, wie heißt der Bischof? Wie hieß denn der? Keine Ahnung. Der von. War das nicht Limburg? Dieser. Rottenburg meinst du? Nicht der Menschenfresser, der sagt. Oh Gott, von der Kirche irgend so ein Typ, der doch übelst Reichtum angereichert hat, so mit goldener Badewanne und so, hier okay. Der. Keine Ahnung. Oh Gott. Jedenfalls, ihr wart doch schon mal irgendwie doof in den Medien. Hört auf, Tauben zu töten. Sonst schicken eine Soulfang vorbei. Dann können wir die vom Stadtrat mal hier gucken, was man Tauben antun kann. Ja. Wir haben so viel Mord und Totschlag, Tino, ich würde das jetzt erstmal ein bisschen auflockern. Ja, gerne, wollen gerne. Ein paar positivere Sachen. Und zwar die erste Plant, jetzt habe ich es wieder mit, ich habe halt immer meine englischen Überschriften, ne? Die erste Fabrik, sagt man nicht, die erste Einrichtung, sage ich jetzt auch mal ganz allgemein, die CO2 aus der Luft zieht, wurde jetzt, also die erste US-amerikanische Einrichtung, die das tut, ist an den Start gegangen. Die saugt 1000 Tonnen CO2 jährlich raus und plant, das noch zu vermehren, cool. Diese Summe. Mhm. Und gleichzeitig ist China für nächstes Jahr quasi auf dem Weg, ihren CO2-Ausstoß zu verringern. Das ist natürlich ein Tropfen auf den ziemlich lavaartigen Stein mittlerweile, aber immerhin etwas, ja, etwas Nettes. Aber ist China nicht sowieso ziemlich weit vorne, was so E-Autos angeht? Ich dachte, die machen ja, schon ja, ziemlich ja, aber mit. Trotzdem ist China im krassen Aufwind und dass sie weiter quasi Aufwind haben, aber dabei weniger CO2 produzieren, ist ja schon mal bemerkenswert. Klar. Und wenn China das schafft, ja, die irgendwie vom Westen immer gehalten werden als die größten Umweltsauer, und ich sage ja auch, öfter mal nicht die nettesten Sachen über China, kann man zumindest das mal sagen, hey, schön. Ja, sehr schön sogar. Ja. Also alles hilft, sage ich mal. Was auch hilft, sind Streiks. Die Bahn streikt aktuell, zumindest hat sie jetzt am Mittwoch und Donnerstag gestreikt. Der GDL-Chef Wieselski fordert nämlich viel mehr Geld für Bahnmitarbeiter. Ich fordere auch viel mehr Geld. Ja, same, aber wenn ich streike, wird es niemandem was bringen. Und er droht sogar mit Streiks an Weihnachten. Oh nein. Das heißt, wir können alle unsere Familien nicht besuchen. Oh, verdammt. Also außer wie Leute, die halt in derselben Stadt wie ihre Familie wohnt. Scheiße. Ja. Ihr müsst schnell mal woanders hinziehen. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr eure Familien sehen wollt, müsst ihr schon ein bisschen früher anreisen oder, weiß nicht, mit Auto fahren, Bus nehmen, keine Ahnung. Laufen. Aber es könnte ein ziemliches Chaos werden. Ein Tohu Wabohu. Zur Weihnachtszeit. Was auch ein Chaos werden kann, eigentlich nicht, da sind nämlich ostfriesische Nachnamen bald wieder möglich. Nein. Es gibt ja ganz strenge Verordnungen in Deutschland, was Nachnamen angeht. Und jetzt sollen nämlich Friesen wieder das Recht bekommen, ihre Nachnamen nach friesischer Tradition zu bilden. Zum Beispiel, wenn der Vater Sven hieß, darfst du wieder Svensen heißen mit Nachnamen. Du veränderst den Nachnamen dabei, oder was genau. Ist da so schlimm? Ja, also aus dem Vornamen quasi. Wenn dein Vater irgendwie Paul hieß, dann Paulson. Wenn dein Vater Sven hieß, Svensson und so weiter. Ja, aber du änderst deinen Nachnamen. Ja, du kannst also der Vater hieß dann Paul Svensson, aber du heißt dann Sven Adolf Paulson. Robin Paulson, genau, das kannst du wieder machen. Das war lange Zeit nicht erlaubt, aber jetzt geht's wohl wieder. Das soll nicht nur für Ostfriesen, sondern auch für Saterfriesen und Nordfriesen möglich sein und für die dänischen Minderheiten dort. Und für geile Friesen, so wie ich sie eine habe, wäre das auch nett. Ich würde gerne auch mich umnennen. Weil das nicht, also ich finde eh, dass wir als in Deutschland überhaupt viel offenere Namensrechte haben sollten. Ich finde, man sollte Namen auch frei wählen dürfen nach der Hochzeit. Ich finde,
wenn die Leute behaupten, die Leute heiraten zu wenig und so wenig Kinder und so, kann man hier einfach einen Anreiz schaffen und sagen, ey, es gibt für jedes verheiratete Paar irgendwie ein Taui aufs Konto und dort dürft ihr euch einen Namen aussuchen, völlig frei. Völlig frei. Ich wäre gern Robin Cock and Ball Torture. Ja, zum Beispiel. Oder Mac Stark oder Wifebeater, ja. Solche Sachen. Nee, Wifebeater jetzt nicht, weil es ein Beispiel aus der Wrestling-Welt, da hieß jemand mal so. Aber ich finde es halt irgendwie, finde es cool, wenn man irgendwie sich einen Namen aussuchen dürfte, einfach frei. Ich bin ja auch, also Ossi bin ich ja schon mal. Eine Friese habe ich auch, also. Stimmt, also müsste es auch für uns gelten. Ja. Das ist witzig, weil mein potenzieller Sohn würde dann Robinson heißen. Vielleicht sollte ich so eine Frau suchen, die Crusoe mit Nachnamen heißt. Witzig, ja. Ja. Tinoson. Oder Chan hinten dran. Ja, weiß nicht. Also ich finde, wir sollten mehr, also könnt gerne mal in die Kommentare schreiben auf YouTube, wie ihr gerne heißen würdet. Ja, oder schreibt es in den Twitch-Chat bei mir rein, denn wie sich rausstellt, Leute im Twitch-Chat können sehr reich werden. Mhm. Und ich bin ja montags 20 Uhr und mittwochs 20 Uhr immer live und freue mich über jeden, der mal vorbeischaut. So auch bei Papa Platte, da haben nämlich Leute im Chat Sachen gesehen, und zwar eine Show von Joko und Klaas oder nur Klaas, ich habe keine Ahnung, welche Show das ehrlich gesagt ist. Ich habe jetzt nur den Clip gesehen, wie es aufgelöst wurde. Auf jeden Fall haben die das im Stream geguckt und im Chat wurden halt so ein paar Sachen gesagt und hier, guck mal da und so. Ich kenne die Sendung nicht, sorry, aber durch diese Interaktion hat ein Zuschauer im Chat dort mitgemacht und hat 1 Million Euro jetzt gewonnen. Wow, krass. Und ich habe halt nur den Clip gesehen, wie er so einen Koffer aufmacht und der Koffer geht quasi nur auf, wenn man die richtige Kombination hat. Und die richtige Kombination hat man nur, wenn man alle Hinweise irgendwie gefunden hat und bla bla bla. Und dann geht der Koffer auf und Joko rastet übelst aus. Und dann hat er jetzt 1 Million. Cool. Und Papa Platte hat dazugeguckt. Ja, ist ja einer der größten deutschen Streamer und hat sich gefreut. Also gibt es das bei dir auch jetzt? Also auch, das auch gibt jetzt? Bei mir, kommt in den Chat, dann kriegt er 1 Million. Das ist, das ist rechtlich bindend jetzt, ne? Ja. Einfach da sein und... Ihr bekommt 1 Million Umarmungen. 1 Million Gehirnzellen weniger bekommt ihr. Genau, ja. Siehst du? Verspreche ich euch. Nee, finde ich schön. Finde ich sehr schön. Weniger schön ist alles um einen gewissen anderen Streamer. Oder zwei vielleicht. Oder vielleicht eine ganze Kanonade voll an Streamern, nämlich die Rocket Beans. Mhm. Die sind gerade unter Feuer. Ganz besonders eine Galionsfigur von denen, und zwar Simon, der sich ja immer am meisten freut, wenn ich auf der Gamescom zu den Rocket Beans komme. Und Simon ist die letzten Wochen schon auch etwas am Abdriften. Das hat, glaube ich, wieder angefangen so in dem Zeitraum, als wir auch über diese Aliens berichtet haben. Mhm. Nicht die, die da Shinya meine, dieses halbwegs seriöse aus Amerika, wo es auch Anhörungen gab, sondern die Aliens aus Mexiko, wo dieser typische verrückte Wissenschaftler-Typ da irgendwie Kinderleichen oder so präsentiert hat. Ach der, ja, als ja. Als potenzielle Aliens. Ja. Hm. Und da ist dann Simon eingestiegen so, und hat gesagt, oh, das ist krass hier, Aliens, Aliens, Aliens und so. Da hat es so ein bisschen angefangen und jetzt geht's halt in jedwede Richtung. Und auch, ja, also er hat jetzt Aussagen gesagt, die ich nicht so schlimm fand, wie zum Beispiel die CDU. Free Palestine. Nee, ja. Die CDU ist nicht rechts zum Beispiel, hat er gesagt. Das ist jetzt eine Sache, da kann man drüber streiten, aber das finde ich jetzt nicht so kontrovers. Würde ich auch nicht jetzt sagen, dass sie so richtig rechts sind. Naja, ich würde sie schon eher einordnen als rechts, aber also wenn man das sagt, die sind nicht rechts, ist das jetzt erstmal kein Ding so. Aber dann kommen natürlich die üblichen Verdächtigen, diese ganzen Stays und Karls, die eh dumm sind, weil damals, als Extreme Talk war, haben die durch die Show geskippt und haben gesagt, das ist ja dumm, ohne sie ganz gesehen zu haben, sondern die gucken den Anfang, skippen rein, dann steht da plötzlich einer im Peniskostüm, was ist das für eine Scheiße? Ja, und keiner weiß, wie das dazu gekommen ist und urteilen darüber. Und das ist ein bisschen dumm. Die sind auf jeden Fall immer ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, Leute zu kritisieren, und sie selber haben natürlich immer die beste Meinung. Ich guck mal, hier auf diesem Bild war, glaube ich, noch die ein oder andere Aussage drauf. Ich habe Angst vor einer wieder erstarkenden Tätergeneration, hat Simon noch gesagt. Ich war großer Fan von Greta und der letzten Generation, aber vermisse klare Kante gegen Antisemitus. Antisemitus, ich komme nicht dran vorbei. Antisemitus. Ich habe jahrelang die Grünen gewählt, dieses Mal dann wohl die Tierschutzpartei. Ist für mich krass. Unerträglich, dass die deutsche Medienbagage die Fresse hält beim aktuellen Antisemitus. Und die AfD, solche Leute kannst du doch nicht wählen. Also da wurde hier zusammen. Das ist doch okay Aussagen. Ja. Also das ist nicht nur das, aber das sind halt auch Aussagen, die er getroffen hat. Hm. Und trotzdem hat er halt andere Sachen gesagt, wie dass
halt hier zum Beispiel durch die Flüchtlingswelle ein Problem hergekommen ist und dass das bis heute nicht gelöst ist. Und das ist jetzt auch, ne, das ist natürlich nicht die eleganteste Art, so, aber das ist jetzt auch was, worüber man zumindest reden kann. Ja? Sicher kann man sagen, dass Menschen, die zu uns geflüchtet sind, dass sie jetzt nicht alle irgendwie unsere Werte zu 100% vertreten. Ja. Das kann man ja schon irgendwie sagen. Man darf aber niemals anfangen, irgendwie einen Generalverdacht aufzustellen. Generalverdacht. Ja. Weil ich kenne ja, ich habe auch mit Geflüchteten gearbeitet und komischerweise hatte ich echt fast nur, ich würde sagen, zu 90% Leute, die halt sehr westlich waren oder sehr aufgeschlossen waren und irgendwie meinten, sie sind gerade deswegen geflüchtet aus ihren Ländern, weil die halt so konservativ waren. Das ist alles nur, weil die dir gefallen wollten, weil du so ein Hübscher bist, weißt du? Die haben sich nur so verhalten, damit du die cool findest. Die Gay waren die alle nicht, die ich kennengelernt habe, aber auf jeden Fall waren die halt schon sehr aufgeschlossen, meinten halt irgendwie gerade deswegen, sind die halt zu uns gekommen und wollten halt hier bleiben, weil es halt hier so offen ist. Ne? Klar, es ist anekdotisch und so, aber ich muss sagen, man kann es eben nicht generalisieren, weil ich eben die andere Seite gesehen habe. Ja, also das Problem bei Simon ist halt, was dazukommt, wodurch halt diese, ich sag mal, leicht kontroversen Aussagen aber dann wieder extremer wirken, ist, dass er halt sich sehr krass aufregt und dann auch jetzt zum Beispiel indirekt seine Mitarbeiter bei Rocket Beans teilweise als Amöben bezeichnet hat. Also er hat sowas gesagt, für alle Amöben möchte ich es nochmal wiederholen, ich bin nicht rechts, lol. Und dann hat er auf sich selbst geantwortet und hat gesagt, und leider sind einige von diesen Amöben auch bei Rocket Beans. So. Und das als Chef da so ein bisschen, ja, weißt du, schwierig. Ist halt alles nicht cool. Und sowas ist halt auch öfter. Und dadurch wirken halt diese Aussagen krasser und das ganze Bild wirkt ein bisschen krasser, weil er halt vermutlich gerade nicht der glücklichste Mensch ist. So ein bisschen frustig und vielleicht auch, weiß ich nicht, was da im Hintergrund noch passiert. Parallel dazu hat sich ein anderer gemeldet, und zwar der Bruder von Budi, den du vielleicht kennst. Ja, ja. Genau. Die sind ja die zwei Gesichter von Game One immer gewesen. Und der Bruder hat da auch ewig gearbeitet, hat dann auch bei Rocket Beans ewig gearbeitet. Und der hat einen Stream gemacht, wo er 2 Stunden lang quasi geweint hat und gesagt hat, er hat bei Rocket Beans voll wenig verdient. Er sagt, ein Auszubildendengehalt von 2000 Euro, was ich relativ viel finde. Das ist viel, aber ja. Hat halt auch mal viele Überstunden gemacht und das wurde nie irgendwie anerkannt. Und er fühlt sich komplett übergangen und so. Und dann wurde auch sowas gesagt wie 2 andere Leute bei Rocket Beans, das sind Rassisten, weil die sein gerolltes R nachgemacht haben. Hallo, jetzt müssen wir, glaube ich, langsam zum Schluss kommen, gleich geht's los. Taxi ist da. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da gerade alles passiert. Das wurde auch jetzt schon wieder ein bisschen zurückgerudert, weil er hat gesagt, er war gerade emotional und Rassisten war die erste Beleidigung, die ihm in den Kopf gesprungen ist, weil sein gerolltes R hat halt nichts mit seinen asiatischen Wurzeln zu tun. Mhm. Ja, das ist einfach ein deutscher Dialekt, sag ich mal. Und Till Lindemann, ja? Das ja, auch. So. Wenn man den beleidigt, ist man Rassist. Und deswegen ist das so ein bisschen ambivalent, möchte man sagen, aber es ist noch nicht 100% geklärt. Moin. Kann ich sehen, das ist... Ah, hi, ne? Wir müssen zum Schluss kommen, tatsächlich. Haben wir eine Wochenbewertung? Was denkst du? Also wir haben viel Feuriges geredet, aber eigentlich wurde eher Sachen gezeigt und... aber ich muss schon sagen, veröffentlicht, aber passiert ist es halt vielleicht nicht unbedingt. Ich muss schon sagen, mit Bin Laden und so, dass der zurück ist, ist schon ein virales Ding. Ja, doch, das ist schon irgendwie. Ist witzig. Aber ich würde jetzt nicht so hoch gehen, oder? Nee, aber es ist schon über einer 5, auf jeden Fall. Es ist in der besseren Hälfte. Dann ist in der besseren Hälfte? Also in der höheren Hälfte so. Dann ist Malcolm Young gestorben, das finde ich auch relativ krass. Snoop Dogg hört mit dem Kiffen auf, das ist eigentlich schon eine 20 ja, von 10. Ja, das stimmt. Nee, eine 420 von 10. Ja, ich überlege nochmal kurz, wie wir noch ein paar US-Headlines vorlesen, weil es einfach witzig ist, was da diese Woche schon wieder los ist. Oh, Giuliani's Biden sources charged with being Putin's agents. It's official, with vermin, was Trump gesagt hat. Trump is now using straight up Nazi talk. Trump's idiot lawyers just shared faulty evidence in fraud trial. Biden has wiped away 127 Milliarden student loan debt. This is actual incitement. Legal experts alarmed after Trump pushes citizens arrest. Joe Manchin says Trump will destroy US democracy if he wins in 2024. Also nur sowas ist schon wieder. Also einiges passiert bei Trump. Was da schon wieder los ist. Und, hast du denn ein News der Woche? Auf jeden Fall. Unbekannte Person, die gerade hier im Raum steht. Unbekannte Person. Auf jeden Fall ist es eine Woche, aber ich weiß nicht, 6 ist, glaube ich, für mich das Maximum. Echt? Ich hätte fast schon 7 gesagt. Aber warum?
Na, wegen Snoop Dogg und wegen, wegen Bin Laden. Ja, weiß ich nicht. 6,5. Ja, 6,5, okay. Dann 6,5, die Woche braucht noch einen Song für die Playlist. Gib mal einfach oben bei Songs ein Dog Meat. Was dann kommt, das nimmste, weil Hundefleisch ist jetzt verboten in Südkorea zu essen. Okay, Dog Meat gibt's von den Matchwallers. Na, dann nehmen wir das doch. Aber nicht, dass es irgendwie eine scheiß Band ist, ne? Doch, ich mach das ist mal super geil. Freut euch drauf, Leute. Ich hab da wahrscheinlich eh schon drüber gesprochen, aber hier die Vereinten Nationen haben Hilfslieferungen in den Gazastreifen erneut ausgesetzt. Oh, nicht schon wieder Gazastreifen. Wir haben genug Gazastreifen. Und genau, noch ganz kurz zur Playlist. Ja, haben wir jetzt einen Hundefleisch-Song reingetan, und zwar von Matt Waller's Dog Meat, explizit sogar. Hm. Und ich habe von Silent Theory Fragile Minds reingetan. Als ich meinen Geburtstag nach der Party aufgeräumt habe mit ein paar Leuten, da lief der Song nämlich und ich kannte den Song überhaupt nicht. Und den finde ich richtig gut. Deswegen dürft ihr den Song jetzt für euch reinhören. Und wenn ich Wrestler wäre, wäre das mein Entrance-Song. Ich suche gerade in der Playlist, ne? Ah, egal, den mache ich nächste Woche. Also ich will nicht vergessen Modern Girl von Bleachers, aber ich glaube, ich hatte den schon letzte Woche. Das wollte ich halt gerade nachgucken. Modern, ich will auf keinen Fall den vergessen, aber wahrscheinlich hatte ich den schon. Zur Playlist hinzufügen. Ich gucke mal ganz kurz, ob er schon drin ist. Ist noch nicht drin. Komm, ja, ist auch mit 3-2 reingemacht. So, Modern Girl von Bleachers, absolutes Brett. Macht einfach nur gute Laune. Banger-Song, hört rein, Leute. Dann fährst du jetzt zu Imp nach Lichterloh Hagen, genau. Ja. Den gratulieren zum Geburtstag, den er ja am 5. November hatte und am 1.1. noch haben wird, hatten wir gesagt. Haben wird, genau. Ich habe jetzt jedes Mal ein neues Datum gesagt, um die Menschen zu verwirren. Ja, gut. Aber viel Spaß, auch dir viel Spaß und bis nächste Woche. Dann haben wir ein Special, das wird sehr witzig. Oh, das wird der Wahnsinn. Ich bereite was vor und schick's dir mal. Ja, mach mal, was du sagst. Gut, tschüss.